So, herzlich willkommen zum Jubiläumstreffen des Curryclubs, dem 32. Und es beginnt Ingo mit dem dritten Teil seines Logik-Vortrags. Dem dritten und letzten. Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was bisher geschah? Also, was bisher geschah? Das können wir kurz machen, aber werden wir nicht brauchen. Für das selber, ja? Wir haben am Anfang ein bisschen abgenördet auf Gödel. Und haben gesehen, dass es wahre Aussagen gibt, die nicht beweisbar sind. Hier ist ein Beispiel dafür. Dann haben wir das Beispiel aber ein bisschen kritisiert, weil das halt noch so in deutschen Anführungszeichen stand. Und mit dem ähnlichen Argument wie mit deutschen Anführungszeichen kann man auch sowas betrachten. Und wenn man das sich noch bezogen zu gehen lässt, dann folgt, dass der Mund aus Käse ist. Und das stimmt nicht. Also hat man da irgendwo einen Fehler gemacht. Und deswegen will man das alles nochmal ein bisschen genauer untersuchen. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen, was formale Systeme sind. Hier hatte ich einen schlimmen Fehler am Anfang begangen, nämlich im Vortrag 1 habe ich nicht die Liste der Fermi-Axiome aufgelegt und das führte dann zu Nadal. Das hat es aber korrigiert. Dann haben wir über Beweisbarkeit und Wahrheit gesprochen. Eine Aussage heißt genau dann beweisbar, wenn es einen formalen Beweis von ihr gibt, ausgehend eben von den Axiomen, die wir gerade eben gesehen haben. Und eine Aussage heißt wahr, wenn sie stimmt, wenn sie für den Standardzahlenstrahl n stimmt. Und warum bin ich tonisch für Standardzahlenstrahl? Betone ich deswegen, weil es stellt sich heraus, dass es Strukturen gibt, wie die da unten. Die erfüllen auch die Peano-Axiome, diese anderen Strukturen. Aber sie sind halt nicht der gescheite, echte, natürliche Zahlenstrahl. Es gibt eben Aussagen, die stimmen nur für den richtigen Zahlenstrahl, für die natürlichen Zahlen, stimmen aber nicht für andere Modelle, nicht für diese komischen Zahlenstrahlen und sind daher auch nicht beweisbar. Weil wenn etwas beweisbar ist, dann gibt es in allen Modellen. Und dann haben wir überlegt, wie man diesen Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, der eben besagt, dass es eine Aussage gibt, die wahr ist, aber nicht stimmt, aber nicht beweisbar ist, wie man die formal beweisen kann. Das war dann hier. Das hat was mit Quines zu tun, mit Programmen, die ihren eigenen Quelltext ausgeben. Und dann hatten wir noch ein ganz witziges Beispiel für eine Aussage, welche stimmt, aber wo Peano-Arithmetik nicht zeigen kann, dass sie stimmt, nämlich mit sogenannten Gutsteinfolgen. Man fängt mit irgendeiner natürlichen Zahl an, 35 zum Beispiel, und schreibt die dann im Zweiersystem, im Binärsystem. Und dann beobachtet man, dass die Exponenten selbst ja auch nochmal Zahlen sind, die man auch nochmal im Zweiersystem schreiben könnte. Das macht man dann auch und das macht man wirklich fertig, bis keine Zweier mehr vorkommen, als in den Exponenten, oder keine Zahlen größer gleich 2. Und dann ersetzt man alle Vorkommen von dieser Basis 2 durch 3, da kommt dann eine riesige Zahl raus und zieht 1 ab. Und mit der neuen Zahl, die man da rausbekommen hat, macht man so weiter. Das heißt, man schreibt die jetzt zu Basis 3 rekursiv, ersetzt dann jede 3 durch eine 4, zieht 1 ab und so weiter und so fort. Und hier gibt es 2 Funpacks dazu. Funpack 1, man kann beweisen, dass das Ergebnis immer 0 ist, obwohl die Zahlen anfangs sehr, sehr rasant steigen. Funpack 2, Peano-Arithmetik kann aber nicht beweisen, dass das Ergebnis immer 0 ist. Nur stärkere formale Systeme können das beweisen, aber nicht Peano-Arithmetik selbst. Das ist quasi ein recht konkretes Beispiel für eine Aussage, die wahr ist, aber nicht beweisbar ist. Die zumindest wahr ist, wenn man an hinreichend starken Mengenlehre glaubt, weil man so ein bisschen Ordinalzahlen braucht, um das beweisen zu können. Hattest du das bewiesen oder auf den Beweis hingewiesen? Ich hatte auf den Beweis von dem ersten Resultat hingewiesen, das habe ich grob skizziert, aber mir waren nicht mehr alle Details klar. Und den zweiten habe ich nicht vor Augen, wie das geht. Ist das Beweistheorie? Ja. Oder irgendwas mit Ordinal? Beweistheoretische Stärken? Ja, das zweite Resultat hängt mit der beweistheoretischen Stärke zusammen. Also das Resultat, das genaue Resultat ist, man kann beweisen, dass das Ergebnis immer 0 ist, wenn man akzeptiert, dass Induktion bis Epsilon 0 zulässig ist. Und Epsilon 0 ist halt eine vergleichsweise kleine Ordinalzahl. Wenn du Induktion bis Epsilon 0 erlaubst zum Beispiel, kannst du auch zeigen, dass Peano-Arithmetik konsistent ist. Und manche Leute akzeptieren sogar noch Induktion bis Epsilon 0 als finitistisches Denken. Also so kenne ich das eigentlich. Ja. Die beiden Leute, die das bewiesen haben, dass PA nicht beweisen kann, dass dem so immer so ist, das waren Paris und Harrington. Daher ist das untere Theorem auch bekannt unter dem Namen Paris-Harrington-Theorem. Okay, dann haben wir noch ein bisschen gesehen, dass man Wahrheit nicht intern definieren kann, Beweisbarkeit dagegen schon. Und dann haben wir ein paar Sachen gemacht, das fand ich persönlich ganz witzig, weiß nicht, wie gut das hier ankam, dass wir Aussagen, die wir vorher gesehen haben, nochmal, dass wir also mehrmals gesagt haben, wir haben doch vorher im Vortrag Folgendes gesehen, wir haben das aber nicht nur gesehen, sondern wir wissen auch, dass es
wir haben das auch den Beweis dafür gesehen, den Beweis könnte man formalisieren und so haben wir immer aus einer Aussage noch eine zweite bekommen. Und das haben wir dann sogar nochmal gemacht. Und dann gab es eben Subgaben. Was hier guten Vortrag. Okay, und dann waren wir bei Teil 2 angekommen und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Und Teil 3 ist super kurz, Teil 3 ist nur eine Folie. Teil 3 hängt auch sowieso mit gar nichts anderem zusammen, aber es ist einfach ein großes Mysterium für mich, deswegen wollte ich Folie 3 aufnehmen. Kapitel 3. Wir haben gesehen, Unentschaffbarkeit des Halteproblems. Wir haben gesehen, dass es nicht ein Halteorakel geben kann, ein hypothetisches Programm, was von einem anderen Programm rausfinden könnte, ob es hält oder nicht hält. Und wir haben den Standardbeweis dafür gesehen. Dann haben wir die Haltewahrscheinlichkeit gesehen und haben gesehen, dass es eine ganz, ganz mysteriöse Zahl ist, sodass wenn man eben die ersten n-Nachkommaziffern von Omega kennen würde, dass sich dann das Halteproblem entscheiden lassen würde für alle Zahlen, für alle Programme der Länge kleiner gleich n. Wir wissen, dass das nicht geht, also nicht für beliebiges n. Daher kommt raus, dass Omega nicht berechenbar ist. Also es gibt kein Computerprogramm, was die Ziffern berechnen wird oder was Approximationen berechnen wird. Und aber noch krasser, es gibt eine konkrete Zahl n, die ich vergessen habe, aber die stand in einem Paper, ich glaube es war auch sowas wie 100, sodass PA-Neuarithmetik keine Vermutung darüber, was eventuell mehr als große N-Nachkommaziffern von Omega sind, dass das PA beweisen kann. Und genauso nicht nur mit PA, sondern mit jedem anderen formalen System, was gewisse Minimalanforderungen erfüllte. Auch. Das heißt, es ist nicht nur eine unberechenbare Zahl, sondern auch eine unkennbare Zahl. Im Sinne von, auch wenn, also es gibt ja viele Sachen, die nicht berechenbar sind, aber trotzdem kann man sie kennen, indem halt Mathematiker da Herzblut rein investieren und im Laufe von 30 Jahren das rausfinden und dann beweisen, dass das korrekt ist. Aber hier werden Mathematiker niemals eine Vermutung beweisen können, weil es einen Beweis gibt, dass man diese Vermutung beweisen kann. Da irgendwie eine mysteriöse Zahl. Also in PA. In PA, aber in ZFC auch nicht. Da ist nur die Zahl n eine andere, eine größere. Ja, also du kannst schon dein formales System erweitern und dann hast du a priori die Chance, ein paar mehr Ziffern zu beweisen. Also Vermutungen über ein paar mehr Ziffern zu beweisen. Aber immer halt noch nicht alle. Und es bringt irgendwie nichts. Ja? Also dann kannst du noch ein stärkeres System nehmen, kannst du wieder 3 Ziffern mehr beweisen. Und normalerweise einigt man sich ja auf ein festes System. Man sagt, wenn du einen Artikel in meiner Sprache veröffentlichen willst, dann muss der Beweis formalisierbar sein in System X. Bist du da sicher? Das ist ja so, als wenn vor 100 Jahren oder ja. 120 Jahren hat man sich auf das geeinigt. Aber eigentlich schrauben die Leute ja ständig daran rum. Und dann hört man immer so dann, ja, eigentlich haben wir uns auf ZFC geeinigt, ja. Aber das machen wir jetzt doch nicht. Ja, das stimmt, ja. Und wenn man dann maschinell die Beweise macht, ist es dann sowieso. Ja. Und das ist ja auch hot, ist ganz heiß, wobei ich da immer noch nicht so sicher bin, ob das wirklich die nächste heiße Sache ist. Ich glaube schon. Aber HOT ist im Wesentlichen genauso stark wie ZFC. Okay. Das ist also nicht richtig, wie ich es gerade gesagt habe. Aber also ZFC plus ein gewisses Zusatzaxiom, nämlich Existenz von unendlich vielen nicht erreichbaren Kardinalzahlen, ist genauso konsistent wie die Typentheorie. Auch das jeweils versehen mit dem Zusatzaxiom, dass es unendlich viele ineinander verzahnte Axiome gibt. Also ich frage mich manchmal, also diese ZFC-Intuition, als man das entwickelt hat, ist das irgendwie ein kultureller Zusammenhang dieser Zeit gewesen oder ist das ein dauerhaftes mathematisches Prinzip? Oder kann es sein, dass hast du nicht gesagt, in 100 Jahren vorhin, dass man das dann auch nicht beweisen kann? Also in 100 Jahren werden dann Mathematiker, ich meine, du bist dann näher dran und tiefer drin. Also würdest du sagen, das ist ein fester kultureller Rahmen oder kann man den auch? Nee, den kann man austauschen. Auf jeden Fall wird ja auch ausgetauscht. Eben zum Beispiel durch Multiple-Typen-Typen. Ja, aber du hast ja das gerade so ein bisschen relativiert, dass es doch nicht so weit weg ist. Also ist es vorstellbar, dass man was völlig Neues mal entwickelt, was sehr viel mehr kann. So ähnlich wie diese neuen Turing-Maschinen, die dann nachher kommen, diese Super-Turing-Maschinen. Ja, aber die kommt tatsächlich nicht in dem Fall. Okay, also diesmal nicht. Ich denke, daraus nicht all meine Vorträge sind zu Super-Turing-Maschinen, weil es schade ist. Ne? Ja. Also natürlich, ich hoffe auch, dass ich noch viele tiefgreifende Umstülpungen in der Mathematik erleben werde. Also ein Transwarp für Mathematik. Ja, das wäre ziemlich cool. Ja. Was ich auch sehr cool fände, wäre ein Beweis der Inkonsistenz von PA-Neuarithmetik, weil man dann manche Sachen überdenken müsste. Es gibt übrigens, auch vielleicht für alle im Internet, es gibt eine Kurzgeschichte von Ted Chiang,
über eine Mathematikerin, die herausfindet, dass Fermi-Arithmetik inkonsistent ist. Und dann werden da so ein bisschen die Konsequenzen untersucht. Insbesondere die persönlichen Konsequenzen für die beteiligten Mathematiker. Gut, und jetzt schauen wir uns noch zwei Programme an und dann die letzte Folie mal durch. Ich möchte ein Programm euch zeigen, welches unbeweisbares Halteverhalten hat. Also mit Halteverhalten ist gemeint, hält das Programm an, ja oder nein? Und hier ist es unbeweisbares Halteverhalten. Also obwohl man genau weiß, in irgendeinem stärkeren Sinne, was passiert, kann man das nicht beweisen, in irgendeinem konkreten Sinne. Wir betrachten folgendes Programm P. Dieses Programm P läuft einfach systematisch alle Beweise ab in einem fixierten formalen System, sagen wir P-Arithmetik. Alle Beweise der Länge 1, dann alle Beweise der Länge 2, alle Beweise der Länge 3 und so weiter. Und jedes Mal, wenn es also einen Beweis untersucht, schaut es sich an, ob die letzte Aussage, die in dem Beweis vorkommt, eben die bewiesene Aussage, ob die 1 gleich 0 lautet. Und wenn dem so ist, dann hält das Programm an. Und sonst macht es halt weiter und sucht den nächsten Beweis. Also das ist ein Programm, was nach einem Inkonsistenzbeweis sucht. Was wissen wir über dieses Programm? Wir wissen, sollte Piano-Arithmetik konsistent sein, damit ist das System gemeint, was hier getestet wird, dann wird das Programm nicht halten. Weil Konsistenz bedeutet ja eben gerade, dass es keinen Beweis gibt von 1 gleich 0 in dem System. Also wenn es konsistent ist, dann hält das Programm hier sicher nicht. Und wir hatten in Vortrag 1 mehrere Argumente gesehen, warum PA konsistent ist. Ja? Auch wiederum andere, weil man es bezweifeln kann, aber der Mainstream, der würde sagen, offensichtlich ist PA konsistent, also wird dieses Programm offensichtlich nicht halten. Jedenfalls haben wir aber auch gesehen, dass kein formales System seine eigene Konsistenz beweisen kann. Deswegen kann das wahr. Deswegen kann PA nicht zeigen, dass P hält. Weil wenn PA zeigen könnte, dass P hält, dann könnte man sich eben anschauen, was die Ausgabe war oder was der letzte Rechenschritt war von dem Programm P. Und da wäre eben der gewesen, dass es ein Programm gefunden hätte, einen Inkonsistenzbeweis von PA gefunden hätte. Also das Programm P hält nicht. Und jetzt können wir uns fragen, kann PA auch beweisen, dass das Programm nicht hält? Und die Antwort ist nein, PA kann das nicht beweisen. Denn wenn PA beweisen könnte, dass das Programm nicht hält, dann weiß PA, dass es keinen Beweis von 1 gleich 0 gibt. Und somit hätte PA ihre eigene Konsistenz bewiesen. Und das kann PA aber nicht. Es sei denn, PA ist inkonsistent, dann kann PA das beweisen. Aber wir nehmen nicht an, dass PA inkonsistent ist. Okay, also das ist ein Programm, was auf jeden Fall nicht hält, aber wo dieser Umstand nicht beweisbar ist. In PA. Und man könnte das auch wieder wiederholen, indem man PA ersetzt durch sein lieblingsformales System. Dann müssten halt hier auch Beweise abgesucht werden von diesem lieblingsformalen System. Und dann hätte man wieder genau dieselbe Stärke. Das ist irgendwie eine komische Situation. Ein Korrelat davon ist das, was hier unten steht. Und zwar gibt es diese Busy-Beaver-Funktion, BB von N. Dafür gibt es tatsächlich zwei Definitionen und ich will mal eine zitieren. BB von N ist die Maximalzahl Rechenschritte, die irgendeine Turing-Maschine tätigt, irgendeine anhaltende Turing-Maschine tätigt, welche selbst höchstens N Zustände hat. Also BB von N kann man sich so vorstellen, dass man alle Turing-Maschinen mit N Zuständen durchgeht, dann die wegstreicht, die gar nicht halten, dann die alle ausführt, die eben schon halten, und dann schaut man sich an, wie viele Schritte hat jetzt die am längsten brauchende Turing-Maschine getätigt, bevor sie eben schlussendlich angehalten ist. Das ist BB von N. Ist eine komplett mathematisch wohldefinierte Funktion und übrigens eine extrem rasant steigende Funktion. Und jetzt wäre wieder die Frage, kann ich irgendwie BB von N rausfinden? Antwort, eher nicht. Ein Computerprogramm kann ich auf jeden Fall nicht schreiben, um BB von N rauszufinden, weil wenn ich BB von N kenne, dann kann ich auch das Halteproblem für alle Turing-Maschinen mit höchstens N-Zuständen entscheiden. Nämlich, ich lasse dann einfach eine Turing-Maschine mit höchstens N-Zuständen laufen, und zwar BB von N-Schritte. Und wenn sie bis dahin nicht gehalten hat, dann wird sie nie halten. Und wenn sie bis dahin gehalten hat, dann ist sie angehalten. Ja, also es ist klar, dass die BB-Funktion nicht berechenbar ist, aber jetzt kommt eben noch mehr, die ist auch wieder unkennbar. Denn wenn man
wenn n jetzt konkret die Anzahl der Zustände ist, die man braucht, um dieses Programm hier als Turing-Maschine umzuschreiben, ich glaube, das ist sowas wie 10.000, das haben zwei Leute gemacht auch wirklich, dann kann wiederum Peano-Arithmetik keine Vermutung darüber, was BB von 10.000 oder eben von diesem n ist, beweisen. Weil wenn Peano-Arithmetik was beweisen könnte eben, dann könnte Peano-Arithmetik auch das Halteverhalten von dem Programm P klären, aber wir haben gerade gesehen, dass Peano-Arithmetik das nicht kann. Ja, also jede Vermutung darüber, was BB von diesem N ist, lässt sich niemals beweisen. Also man kann schon beweisen, es ist größer gleich irgendeiner Zahl. Ja, zum Beispiel. Genau. Vermutung meinst du jetzt, wenn man eine Gleichheit beweisen. Genau. Kann man niemals beweisen, genau, dass es gleich diese Zahl ist. Genau. Ja, ich will halt, so wie ein P-Kärtchen, will ich einen BSI-Beaver von 1000, 10.000 Kärtchen haben und ich will natürlich einem Freund bezeugen, dass ich das richtig gemacht habe, also will ich ihm einen Beweis dafür angeben. Kann ich nicht. Und dann ist mir Bild vertrauen. Fragen zu dieser Folie? Bitte? Fragen? Wie war der Spruch, wir werden wissen, wir müssen wissen, wir werden wissen, das war von Hilbert. Hilbert. Ja. Und das hat ja die fürchterlich frustriert, so diese Leute, oder? Ja, das war schon ein bisschen schade. Also, vielleicht kurze Backstory dazu. Ich glaube, wir haben noch 2 Minuten dafür. Also, es war so 1880 circa. Genau. Da hat Cantor die naive Mengenlehre entwickelt. Naiv klingt jetzt abwertend, aber das war ein extrem großer Schritt, weil wir jetzt dann Kardinalzahlen und Ordinalzahlen zur Verfügung hatten, um interessante Mathematik betreiben zu können. Und die Mathematiker zielen sofort in 2 Lager. Die einen waren harte Fans von der neu entwickelten Mengenlehre, die es eben vorher gar nicht gab, und mit der man jetzt auch insbesondere über unendlich große Sachen präzise nachdenken konnte. Und die anderen waren harte Skeptiker. Hilbert war ein großer Fan davon, unter anderem deswegen, weil er hat mengentheoretische Methoden verwendet, um ein bestimmtes Resultat zu zeigen, mit dem er internationale Berühmtheit erlangte. Und gleichzeitig sah er aber auch die Position der Skeptiker und hat daher Hilberts Programm vorgeschlagen. Hilberts Programm war das Forschungsprogramm nachzuweisen, mit nur rein finitistischen Methoden, die auch die Skeptiker akzeptiert hätten, dass man diese infinitistischen Methoden von Cantor verwenden darf. Und das war eben ein großes Forschungsprogramm, viele Leute haben darauf gearbeitet, auch Gödel hat auf diesem Gebiet gearbeitet, auch Gödel wollte zeigen, dass das geht, aber er ist dann auf seinen Unvollständigkeitssatz gekommen. Und man kann sich nochmal überlegen, dass der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz dann dazu führt, dass dass man messerscharf sieht, dass Hilberts Programm in Allgemeinheit nicht umsetzbar ist. Und damit war Hilberts Programm zunächst vom Tisch. Und also jeder Versuch, ja, also kann man nicht machen. Hilberts Programm hat einen Revival erlebt, so seit circa 20 Jahren, sagen wir jetzt mal, 30 Jahre, 5 Jahre. dass man versucht, gewisse Teilaspekte von infinitistischem Denken finitistisch nachzuweisen. Es gibt nur, also Gödel's Argument zeigt nur, dass es Hilberts Programm nicht in Gänze durchführbar ist, aber Teile davon, da gibt es keinen Beweis, dass es nicht geht, und in der Tat gibt es jetzt mittlerweile Verfahren, die das machen können. Zum Beispiel kann man gewisse infinitistische Methoden in der Algebra eliminieren, also finitistisch zeigen, dass das okay ist, zu werden. Oder auch in der Analysis gibt es gewisse Methoden. Also es gibt immer, für gewisse Teile, wie der Mathematik gibt es, weiß man heutzutage, wie man infinitistisches Denken auf finitistisches zurückführen kann. Okay, und warum hat jetzt eben Hilbert gesagt, wir müssen wissen, wir werden wissen. Wenn sein Programm erfolgreich gewesen wäre, dann hätte man auch quasi von jeder mathematischen Aussage eine Entscheidungsprozedur gehabt, die einem sagt, ob die Aussage stimmt oder nicht. Weil die Idee ist grob, wenn ich nur finitistische Beweise durchgehen muss, dann soll es irgendein Computerprogramm machen können oder so. Sehr, sehr grob einfach. Aber es funktioniert halt nicht. Ja. Kennst du diese Website intuitionism.org, wo dann so 10 Fragen gestellt werden? Ja. Und zu jeder Aussage gibt es eine Maschine mit 2 Lämpchen und also ein Wahr- und ein Falschlämpchen. Ja. Die Aussage wahr ist, dann leuchtet es wahr, wenn sie falsch ist, leuchtet es falsch. Ja, genau. Aber sowas geht halt nicht. Ja, so wie ich es gesagt habe, schon. Das ist der Witz auf dieser Webseite. Ja. Also für jede Aussage gibt es eine Maschine. Du hast es gesagt, es gibt eine Maschine, so dass für jede Aussage. Ach so, ja. Genau, es gibt schon für jede Aussage eine Maschine, die sagt, ob die Aussage stimmt oder nicht stimmt. Zumindest, wenn wir an unserer Metalogik, klassische Logik uns erlauben.
sonst ja, der Beweis ist ganz einfach. Wenn die Aussage wahr ist, ja, dann gebe ich dir die Maschine, die konstant... Genau. Die grüne Energie zeigt und die sonstige rote Energie, genau. Aber damit das, was du gerade gesagt hast, ein mathematisches Ziel, das ja ein Beweis ist, musst du in deiner Medienlogik klassische Logik glauben. Genau, weil du hast angenommen, die erste Aussage stimmt oder nicht stimmt. Das ist ja eine Annahme. Das ist die Grundannahme von dem Kulturkreis der klassischen Mathematik, genau. Also der weiterhin ja... den manche Leute befolgen. Ja. Ja, es ist ja so, sagen wir mal, also auf der Website konnte man ja dann so ankreuzen, was man da glaubt und was man nicht glaubt. Und ja, da gab es auch so eine Selbsthilfe-Webseite, ja, wo dann Leute sagen, ich wusste nicht, dass ich so klassisch bin. Ja. Ja, ich kann eben die Website mal empfehlen. Ist von Fred Niedalk. Mhm. Das ist ein ziemlich witziger Mensch, der auch zu unserer Beweiser-Community gehört. Mhm. Er hat das schon vor 15 Jahren, vor 20 Jahren hat er das schon gemacht. Mhm. 15 Jahre ist das her. Ja. Fake wieder. Fake, also Intuitionism.org. Der Fake, also der Frederik, ein niederländischer Frederik. Also wie Freak. Na, F-R-I. Genau. Ja. Genau. Dann muss man 10 Fragen beantworten und ein Platonist, der kann einfach darüber sagen, alles klar. Und schwierig wird es nur, wenn man da, also es behauptet, man wäre Konstruktivist. Und dann kommt nämlich, da genau, dann kommt da. Genau, hier, das ist der Autor, ne? Und Matthias hat sich vermutlich gerade gefragt, ob das dasselbe ist wie Frank Waldig, ne? Ja, genau. Aber leider nicht. Wer ist denn der Frank Waldig? Ist auch so ein konstruktiver Mathematiker, mit dem Matthias in seiner Bachelorarbeit recht viel zu tun hatte. Weil der hatte bewiesen, dass es in intuitionistischer Mathematik kein Begriff, kein Konzept von Stetigkeit gibt, was gewisse natürliche Forderungen erfüllt. Jetzt könnte man denken, oh mein Gott, wozu ist konstruktive Mathematik nütze, wenn man nicht über Stetigkeit sprechen kann, aber Matthias hat auch einen Ausweg in seiner Arbeit vorgestellt, wo man dann halt nicht nur über Glücksräume spricht, sondern über Totter. Was man sowieso machen soll. Der Freck ist nur so ein Spaßvogel. Ja. Also der hat sich selber so zum Spaßvogel erklärt vor 20 ja, Jahren oder sowas. Ich meine, er wäre kein richtiger Mathematiker, stattdessen macht er solche Witze. Ja. Komm mal. Okay, gibt es noch Fragen? Ich glaube, drei nach dem Fall. Ja, zu der BCD-Funktion. Ja. Ich bin mir inzwischen schon nicht mehr so ganz sicher, was sie tut, aber ja, sie nimmt das Programm ja, von N-Zuständen, ja, das am längsten braucht, zum Halten. Ja. Genau, und gibt dann die Anzahl Rechenschritte zurück, die dieses Programm braucht. Ja, aber das muss halt auch noch abhängig sein von der Eingabe, weil sonst kann ich ja ganz leicht ein Programm konfigurieren. Ja, okay, nee. Ja, das habe ich vielleicht klar mit ausgedrückt. Also es gibt schon ein Programm, was BD von N berechnet, wobei N eine konkrete Zahl ist. Also, nämlich BB von N ist ja irgendeine konkrete Zahl, wenn du hinreichend klassisch in deiner Metalogik bist, dann ist es ja, halt irgendeine große Zahl und das Programm sieht so aus, Print, Klammer auf und dann diese große Zahl, Klammer zu, Synchro. Du meinst die Eingabe von der... Genau, ich meine die Eingabe der entsprechenden Turing-Maschine. Ach so, nee, auf du lässt die Turing-Maschine jeweils auf dem leeren Band laufen. Ah, okay. Ja. Du kannst das natürlich modifizieren. Es gibt viele Varianten davon. Es gibt übrigens einen Beweis dafür, dass es Kindern Spaß macht, ab so 8. Klasse, sowas wie BB von 2 und BB von 3 zu berechnen. Ja. Das ist nicht irgendwie trivial. Man kann doch eine Turing-Maschine dazu bringen, immer einfach noch einen Sprung nach rechts am Band und dann wieder nach links zu machen. Ja, dann habe ich das schon vergrößert und dann wäre doch BB von, das ist ja unabhängig von den Zuständen, oder? Nee, du brauchst ja diese Zusatzzustände, um das machen zu können. Du musst ja terminieren, du Maschine. Ja, ja. Und dafür brauche ich Zustände, damit ich das machen kann. Also ja, um dieses, wenn du links angekommen bist, dann nochmal irgendwie wechseln oder sowas, brauchst du irgendwie Zustände. Und denk dran, du musst auch irgendwie das Band verändern, sodass du nur 1000 Mal links und rechts anstößt, aber dann stoppst. Und du musst das irgendwie. Also sind das jetzt nur Zustände oder Konfigurationen? Nein, also Zustände. Es geht um Anzahl Zustände und die Turing-Maschinen werden alle ausgeführt auf einem anfangsleeren Band. Okay. Und dann dürfen sie da halt auf dem Band 0 und 1 hinschreiben und verschieben und alles machen, deswegen fleißiger Biber. Ja. Und irgendwann müssen sie aufhören. Die ersten paar Werte von der Biber-Funktion sind bekannt und sind auch sehr klein. Und dann explodiert es. Genau, also
Wir machen immer Two-Symbol, ja, also 0, 0 und 1 auf dem Band. Okay, und das ist jetzt SNM, ich weiß nicht auswendig, welche Variante das da ist jetzt. Also hier, da, also 6, ja, 21, 107, alles legitime Zahlen, aber plötzlich halt dann diese Zahl, es ist nur noch eine untere Schranke bekannt. Und dann hier, hier ist auch nur noch eine untere Schranke bekannt. Und hier ist eine untere Schranke bekannt, aber, also, das ist ja nicht mal mehr eine Zahl hier, ja. Kannst du das mal nach Sloan's Enzyklopädie der Integers kopieren, was da steht? Ich nehme an, da steht dann genau das. Da steht dann ein bisschen lieber drin. Ja, das ist, also wir haben ja endlich viel mathematisches Wissen im Netz. Ja. Noch eine Frage? Okay, dann machen wir, schauen wir uns noch so ein Programm an, nur eine Stufe krasser. Das universelle Programm. Insbesondere Marc ist ein großer Fan von diesem Programm. Das Programm macht Folgendes. Es läuft wieder alle formalen Beweise auf eine systematische Art und Weise von einem konkreten formalen System ab, zum Beispiel Pythagorean. Okay, und es schaut sich immer die Behauptung an, die eben diese Beweise jeweils beweisen. Und sobald das Programm auf eine Behauptung trifft, auf eine bewiesene Behauptung, von folgender Form. Die Ausgabe vom Programm P, das ist das Programm P, ist nicht genau die Liste x1 bis xn. Sobald das Programm so einen Beweis von so einer Art Behauptung gefunden hat, dann gibt das Programm genau diese Liste aus und hält. Sie macht also genau das Gegenteil, wie dieser Beweis verspricht, was es tut. Bisschen komisch zunächst, aber also noch explodiert nichts. Ja? Also wir denken jetzt gleich einfach drüber nach, was dieses Programm macht. Aber man braucht schon wieder irgendeinen Trick, um den Quellcode von P in P selber einzubauen. Genau, richtig. Oder? Und dazu muss man halt eine Übungsaufgabe lösen, wie man Quines programmiert. Alles klar. Ja? Also das ist hier zunächst eben zirkulär. Das hier soll Programm P sein und zur Definition vom Programm P verwende ich hier P. Das geht zunächst nicht, aber man kann eben zeigen, das ist das Lemma, dass Quines immer möglich sind, dass ich das Programm so umformulieren kann, dass ich hier nicht mehr, also nicht mehr irgendwie Referenzen auf das Programm selbst nehme, sondern dass ich halt irgendwie es schaffe, in eine Variable den Inhalt von dem gesamten Quelltext zu bringen. Auf eine Art und Weise, dass das Programm nicht unendliche Länge bekommt. Das ist eben die Kunst der Quines, dass das geht. Und es macht Spaß, in seiner Lieblingsgruppe einen Quine zu bekommen. Oder es macht Spaß, einen Quine-Generator zu schreiben. Ja, der ein Programm nimmt, wo irgendwo noch eine Variable vorkommt wie Own Source Code. Und dann soll der Quine-Generator eben dieses Programm nehmen und ein neues Programm ausgeben, wo nicht diese Variable vorkommt. Sodass aber, wenn man dieses neue Programm ausführt, dass dann dasselbe passiert, wie wenn man das alte Programm ausführt, dabei aber für die Variable Own Source Code eben genau den Quelltext von diesem Programm macht. Und wenn man will, kann man das auf die Spitze treiben und eben ein Programm in Perl schreiben, was ein Haskell-Programm ausgibt, welches dann ausgeführt ein Python-Programm ausgibt, welches dann ausgeführt und so weiter, welches das ursprüngliche Programm ausgibt. Und das haben Leute schon gemacht und der Code ist auf Git. Okay, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man dieses Programm hier wirklich laufen lässt, in der Realität. In der Realität wird Folgendes passieren, das Programm wird einfach niemals halten. Denn stellt euch vor, das Programm hält. Warum hält es? Es hält dann deswegen, weil es eben so einen Beweis gefunden hat. Das heißt, wir sind dann in der Situation, dass es einen Beweis gibt von der Tatsache, dass das Programm nicht genau diese Liste ausgibt. Andererseits aber sehen wir, das Programm gibt genau diese Liste aus. Das kann nicht sein, dass das Programm irgendwas macht und wir gleichzeitig einen Beweis haben, dass das Programm was nicht macht. Ja, weil Beweise zeigen, immer wenn man das bewiesen hat, dann stimmt es auch, was bewiesen wurde. Unter Standardannahmen an die Metalogik. Also wenn wir es einfach ausführen, dann wird das Programm niemals halten. Aber folgender Umstand ist jetzt interessant. Piano-Arithmetik kann nicht beweisen, dass es, muss ich es richtig formulieren? Piano-Arithmetik kann nicht beweisen, dass das Programm nicht die und die Zahlen ausgibt. Also für jede Liste von Zahlen, die ihr mir jetzt konkret vorgibt, kann Piano-Arithmetik nicht beweisen, dass das Programm nicht diese Liste ausgibt. Denn wenn Piano-Arithmetik beweisen könnte,
dass das Programm nicht die und die Liste ausgibt, dann wissen wir doch, dass das Programm hier irgendwann terminieren würde, weil es dann mindestens einen Beweis von der gesuchten Form gibt. Also wird das Programm irgendwann terminieren. Und dann haben wir genau den Widerspruch von gerade eben. Also Peano-Arithmetik kann nicht beweisen, dass das Programm nicht die und die Liste ausgibt. Für jede Möglichkeit von die und die Liste. Ergebnis der Überlegung? Wenn man zur Peano-Arithmetik noch das Axiom dazu nimmt, dass das Programm eben doch die und die Liste ausgibt, dann ist das insgesamt eine konsistente Theorie. Unter der Annahme, dass schon Peano-Arithmetik selbst konsistent war. Und jetzt gibt es ein Lemma in der Logik, dass es zu jeder konsistenten Theorie auch ein Universum gibt, ein Modell gibt, in der dieses Axiomsystem erfüllt ist, in der das gilt. Das heißt, es gibt irgendwie eine komische Art von Universum U, sodass, wenn man in U das Programm hier ausführt, dass dann das Programm eben genau die Liste ausgibt, die man möchte, dass es ausgibt. Und deswegen heißt das das universelle Programm, weil das ist eben in der Lage, je nachdem, in welchem Universum man es ausführt, dass es genau die Liste seiner eigenen Lieblingszahlen ausgibt. In der richtigen Frage. Bitte. Mit leerer Liste ausgeben ist dasselbe wie nichts ausgeben. Ja. Und wenn ein Programm nicht hält und nie irgendwas ausgibt, dann hat es auch die leere Liste ausgegeben. So, diese Konvention haben wir jetzt hier gerade, ja. Okay. Genau. Könnte man umschreiben. Also dieser erste Punkt da, PA beweist, dass PA eine endliche Liste von Zahlen ausgibt. Das heißt irgendwie, PA beweist, dass P ab irgendeinem Zeitpunkt nichts mehr ausgibt oder so. Also gehalten ja. hat oder ja. ab dort nichts mehr ausgibt. Ja, genau. Ja, okay. Ja, genau. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nicht-Standardbegriff jetzt gerade. Normalerweise würde man, glaube ich, in der theoretischen Informatik meinen, wenn man sagt, das Programm gibt Ihnen die Liste von Zahlen aus, dann würde man meinen, das Programm terminiert und hat dann bis zu dem Zeitpunkt die Liste ausgegeben. Das meine ich hier aber nicht. Ich meine einfach, also es ist quasi okay, wenn einfach noch der Bildschirm leer bleibt, wenn hinten der Cursor oben links ist und da kam halt nie was, dann hat es eine leere Liste ausgegeben. Wollen wir noch kurz einen Beweis wiederholen, warum das Programm, warum es keinen Beweis gibt in Peano-Arithmetik, dass das Programm nicht die und die Liste ausgibt? Muss ich hier einlegen, also mach ich mal kurz. Nochmal langsam, alle zum Mitdenken und Schritt für Schritt. Angenommen, Peano-Arithmetik beweist, dass das Programm, um das es hier geht, nicht folgende Liste von Zahlen ausgibt. Dann gibt es also einen Beweis von einer Behauptung von der Form, wie das Programm nach Beweisen von Behauptungen sucht. Wenn wir das Programm also ausführen, wird das Programm irgendwann terminieren. Weil es ja mindestens einen Beweis von mindestens einer solcher solchen Behauptung gibt. Okay, also wird das Programm terminieren. Was wird es machen? Es wird irgendeine Liste von Zahlen ausgegeben haben. Und zwar eine solche Art Liste von Zahlen, sodass wir gleichzeitig wissen, dass es einen Beweis gibt, dass Pi nicht diese Liste ausgibt. Das heißt, einerseits wissen wir, es gibt einen Beweis in Peano-Arithmetik, dass das Programm nicht die und die Liste ausgibt. Andererseits hat das Programm gerade eben die und die Liste ausgegeben. Und diesen Umstand, dass das Programm die und die Liste ausgegeben hat, das lässt sich dann auch wieder beweisen in Peano-Arithmetik. Denn das ist nur eine Aussage darüber, dass eben, wenn man folgende Rechenschritte immer wieder ausführt, eben die Rechenschritte von der Turing-Maschine, die zu P gehört, dass dann die und die Zahlen zum Schluss dran stehen. Das ist eine nicht komplexe Art von Aussage. Weil für diese Art Aussagen hat man Immunität gegen Gödel, im Sinne von, wenn die stimmen, gibt es auch einen Beweis davon. Das heißt, wir sind in der Situation, dass Peano-Arithmetik zum einen beweist, dass das Programm nicht die Liste ausgibt, und andererseits beweist Peano-Arithmetik, dass das Programm schon diese Liste ausgibt. Das heißt, Peano-Arithmetik beweist einen Widerspruch. Wir nehmen aber an, dass Peano-Arithmetik keinen Widerspruch beweist, deswegen haben wir jetzt einen Widerspruch in unserer Mittellücke und sind fertig mit diesem Widerspruch. Beweis einer negierten Aussage. So geht's. Und wer mag, kann übrigens überall Hating-Arithmetik statt Peano-Arithmetik einsetzen. Also alles konstruktiv machen.
Diese Erkenntnis hier, die ist alt. Die wurde schon vor 20 Jahren oder so bewiesen. Aber Joel David Hankins, einer der berühmtesten Math-Overflow-Beitragenden aller Zeiten, und auch einer der Typen, der zusammen mit einem anderen Typ Supertunnelmaschinen erfunden hat, der hat sich das nochmal genauer angeschaut und hat zwei tolle Verbesserungen erreicht. Erstens, er hat einen viel einfacheren Beweis von manchen dieser Aspekten gefunden. Und zweitens, er hat das doch mal, er hat noch mal eine stärkere Aussage geschafft zu zeigen. Also, weil dieses Programm kann ja Folgendes. Zu jeder Liste von Zahlen gibt es ein Universum, sodass, wenn ich das Programm in dem Universum ausführe, dass das Programm genau diese Liste von Zahlen ausgibt. Schon mal schön. Und was aber auch geht mit einer Modifikation von diesem Programm, ist, ein Programm anzugeben, was folgende Eigenschaft hat. Ich denke mir erst eine Liste von Zahlen aus, dann weiß ich, es gibt ein Universum, sodass, wenn man in diesem Universum dieses andere Programm, was jetzt nicht an der Folie ist, ausführt, dass es diese Liste von Zahlen ausgibt. Und jetzt denke ich mir noch weitere Zahlen aus und dann gibt es ein nochmal verschachteltes Universum, sodass, wenn ich das Programm dann noch weiter ausführe in diesem verschachtelten Universum, dass da noch diese zusätzlichen Bonuszahlen ausgeführt werden. Also ich kann auch im Nachhinein quasi, wenn das Programm schon mal einmal ansonsten so weit durch war sozusagen, kann ich nochmal durch Wechsel des Universums erreichen, dass es nochmal mehr ausgibt. Was man sich hier bewusst sein muss, ist, dass der Zeitpunkt, wo so ein Programm in so einem Nicht-Standard-Universum dann irgendwelche Zahlen ausgibt, dass dieser Zeitpunkt keine normale Zahl ist. Das ist nicht irgendwie Rechenschritt Nummer 10 oder Rechenschritt Nummer 1 Milliarde, sondern das ist Rechenschritt Nummer und dann kommt so eine Nummer, wie wir sie ganz am Anfang kurz gesehen haben, wie hier. Also es, zu irgendeinem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt C oder so hält das, aber C ist halt keine, aus externer Sicht, keine gescheite natürliche Zahl. Das geht, ja. Und was man sich vielleicht jetzt noch fragt, ist, ob das nicht trotzdem noch widersprüchlich ist, weil einerseits hat das Programm ja dann einen Beweis gefunden, dass es nicht diese Liste ausgibt und andererseits gibt es eben diese Liste aus, innerhalb von U. Das ist aber kein Widerspruch, denn das, was das Programm glaubt, gefunden zu haben, ein Beweis von so einer Aussage, würde man nicht aus externer Sicht als Beweis in dieser Aussage akzeptieren, weil der Beweis von dieser Aussage hätte eine Nicht-Standardlänge. Das wäre kein Textdokument mit 70.000 Zeichen oder mit 7 Milliarden Zeichen, sondern mit C-Zeichen oder 3 halbe C-Zeichen oder so. Ja, also hier kommen wir auch in den Bereich von infinitistischer Logik. Logik, wo man unendlich lange Beweise zulässt. Gut, und jetzt will ich nur noch das hier zeigen und dann zur letzten Folie. Stellt sich raus, dass es eine ganz wunderbare Verbindung gibt zwischen Logik, theoretischer Informatik und Zahlentheorie. Und die will ich euch gerade einfach noch kurz an. Also, hier sind jetzt drei Eigenschaften von Mengen aufgeführt. Die Aussage ist dann, all diese drei Eigenschaften sind gleichwertig. Erste Eigenschaft, die Menge könnte rekursiv aufzählbar sein. Rekursiv aufzählbar heißt eine Menge genau dann, wenn es ein Computerprogramm gibt, was nach und nach alle Elemente der Menge ausgibt. In beliebiger Reihenfolge. Also zum Beispiel die Menge aller Quadratzahlen ist rekursiv aufzählbar, weil es ein Computerprogramm, was nach und nach jede Quadratzahl ausgibt. Oder auch die Menge aller Beweise, dass Piano-Arithmetik 1 gleich 0 zeigt, ist auch rekursiv aufzählbar. Denn unabhängig davon, ob es solche Beweise gibt oder nicht, man kann nicht ein Computerprogramm programmieren, dass es einfach mal alle Beweise nach und nach durchgeht, auf systematische Art und Weise von PA-Arithmetik. Und immer wenn es einen Beweis gefunden hat, dass 1 gleich 0 ist, wird der halt ausgegeben. Im Laufe der Zeit wird das Programm so alle Beweise von 1 gleich 0 finden. Okay, also das sind rekursiv aufzählbare Mengen. Und diese Eigenschaft gehört offensichtlich zur theoretischen Informatik. Dann, das ist eine Eigenschaft von der Logik. Manche Mengen haben die Eigenschaft, dass man sie in folgender Form angeben kann. M ist die Menge all derjenigen natürlichen Zahlen, sodass irgendeine natürliche Zahl M existiert, sodass dies und jenes gilt. Und hier in D
in dieser Teilformel sollten jetzt aber nur noch beschränkte Quantifikationen vorkommen. Beschränkte Quantifikation heißt nicht, dass man sowas schreiben darf wie für alle x oder es gibt ein x, sondern nur noch für alle x kleiner gleich der und der Schranke oder es gibt ein x kleiner gleich der und der Schranke. Das ist beschränkte Quantifikation. Wenn A wirklich so eine Aussage ist, dass sie nur beschränkte Quantifikation verwendet, dann ist das also eine Aussage, die man in endlicher Zeit maschinell prüfen kann. Die Aussage ist dann, für alle n kleiner gleich so und so viel gilt dies und jenes oder so. Dann gehe ich halt alle n zu kleinen Besserungsbild durch und prüfe das jeweils. Okay, und also manche Mengen kann man auf diese Form bringen, andere nicht. Okay, und hier unten haben wir eine Eigenschaft aus der Zahlentheorie. Da kommt das Wort diophantische Gleichung vor. Das ist ein einschüchterndes Wort für die einfachste Art von Gleichung, die es überhaupt gibt. So eine Gleichung, damit ist einfach gemeint, eine Gleichung, in dem halt diese Variablen vorkommen können und außerdem folgende Zeichen, plus und mal. Ja, also zum Beispiel m mal x1 plus 7 mal xn oder sowas, mal xk, folgende sein. Irgend sowas, das wäre eine diophantische Gleichung. Die zahlentheoretische Gleichung, kein Sinus, kein Kosinus. Einfach nur die Variablen mit plus und mal und dann noch das an. Natürlich da sind auch. Gleichung der Bereich. Ja, natürliche Zahlen. Ja, natürliche Zahlen. Aber kein Minus? Mein gegen Minus. Es war schon unterschiedlich. Ja, es war kompliziert. Mein gegen Minus. Aber also es macht unterm Strich dann keinen Unterschied, glaube ich. Also wenn eine Menge auch wenn du eine Menge so schreiben kannst, wobei eine F Minus vorkommt, dann kannst du es, glaube ich, auch machen, so dass es nicht mehr kann. Muss man es nachher vielleicht mal kurz überlegen. Aber ich dachte, das wäre so. Und ich dachte sogar, dass ich mir das zur Vorbereitung für das letzte Mal überlegt hatte. Jetzt wieder besser. Ja, sag auch, alles klar. Ja. Also auf jeden Fall könnte m die Eigenschaft haben, dass man m schreiben kann in folgender Form: all diejenigen n's, sodass, wenn man in dieser Gleichung für n eben konkret die Zahl n einsetzt, dass dann die Gleichung lösbar ist, dass sie dann mindestens eine Lösung hat. Kann sein, kann auch nicht sein. Und die Aussage ist jetzt eben, all diese Bedingungen an der Menge m sind zueinander äquivalent. Genau dann gibt es eine Turing-Maschine, die nach und nach alle Elemente von m aufzählt, wenn es eine Formel gibt, in der nur beschränkte Quantifikation vorkommt, sodass man m so schreiben kann, wenn es eine diophantische Gleichung gibt, sodass man m in dieser Form schreiben kann. Und es ist eine ganz, ganz interessante, sehr eng verwebte Verknüpfung zwischen Zahlentheorie, theoretischer Informatik und Logik. Und sehr, sehr überraschend, wenn man nicht in dem Business drin ist. Weil zunächst könnte man sich denken, was haben Turing-Maschinen mit Primzahlen und Zahlentheorie und so zu tun? Gar nichts, ja, aber es gibt hin und her. Ich muss sagen, warum die so heißen, diophantisch. Das war bei Wikipedia noch schon mal erhört. In der algebraischen Zahlentheorie ist eine diophantische Gleichung, benannt nach dem griechischen Mathematiker Diophantus von Alexandria und 250 lebend, eine Gleichung der Form so und so. Hier sind auch Beispiele für diophantische Gleichungen nochmal. Ganzzahlige Koeffizienten und ganzzahlige Lösungen. Ja, aber ich bin mir ganz sicher, dass man zumindest beides gleichzeitig in n umwandeln kann. Ja. Und zwar über eine einfache Art und Weise. Also diese Äquivalenzen hier zu zeigen, also es gibt ja hier drei Aussagen, also es sind insgesamt 3 mal 2 Äquivalenzen zu zeigen. Es sei denn, man macht so einen Ringschluss. Manche von denen sind super trivial und man könnte sie sofort klären. Und andere sind aber extrem schwierig. Insbesondere war extrem schwierig die Richtung von 1 oder 2, die sind recht schnell als Äquivalent nachzuweisen, zu 3. Das war schwierig. Und das hat viele Jahre gedauert. Das hat man erst in den 70er Jahren geschafft. Wenn ihr gerade sehen wollt, wie eine Einfachrichtung geht, also zum Beispiel, ihr wollt zeigen, dass wenn die Menge m von der Gestalt wie ein Drittens ist, dass sie dann rekursiv aufzählbar ist. Das können wir uns sofort klar machen. Also wir nehmen an, es gibt so eine diophantische Gleichung f, wir kennen die diophantische Gleichung f und wir wollen zeigen, es gibt ein Programm, was nach und nach all die Zahlen n ausgibt. Wie können wir vorgehen? Wir tun halt auf systematische Art und Weise all solche Zahlentupel durchgehen. Also erst
für n 0 und für alle x 0, 0, 0, 0, 0, 0, dann für n 1 und die anderen noch 0 lassen, dann n wieder 0 nehmen, aber das zweite auf 1 setzen, das zweite, also auch so auf diagonale Art und Weise, gehen wir all diese Tupel nach und nach durch. Und immer wenn wir sehen, dass 0 rauskommt, wenn man die Zahlen in f einsetzt, dann geben wir das zugehörige n aus. So produzieren wir im Laufe der Zeit eine Liste von allen n's, sodass eben diese gleichen 0 liegen. Also das ist nicht besonders schwer. Und auch von zweitens nach erstens ist nicht besonders schwer. Denn jetzt schreiben wir einfach ein Computerprogramm, was halt alle natürlichen Zahlen nach und nach durchgeht. Und auch alle m's wieder so auf verzahnte Art und Weise, wieder so diagonal durchgeht. Ja, also erstmal 0, 0 für n und m, dann 1, 0, dann 0, 1, dann 2, 0, dann 1, 1 und so weiter, so Schritt durch. Und halt jeweils prüfen, ob diese Aussage gilt. Das kann das Computerprogramm prüfen, weil ich da keine unbestimmten Faktoren brauche. Und dann halt immer, wenn man so ein n gefunden hat, das aufnehmen. Eine Konsequenz will ich hier noch anmerken. Und zwar, es gibt eine Diophantische Gleichung, eine ganz konkrete Diophantische Gleichung, die man hinschreiben könnte. Eine Gleichung also, wo nur n und solche x und so als Varianten vorkommen. Die genau dann eine Lösung hat, wenn Peano-Arithmetik inkonsistent ist. Peano-Arithmetik ist nicht inkonsistent. Peano-Arithmetik ist konsistent, wenn man Standardanforderungen an die Metalogik zugrunde legt. Das heißt, es ist eine Gleichung, die einfach keine Lösung hat. Aber Peano-Arithmetik kann nicht beweisen, dass das keine Lösung hat, weil es sonst... weil sonst gerne mit der eigenen Konsistenz belassen wird. Wie kommt man drauf, wenn man nur diesen Rosetta-Stein zur Verfügung hat? Man betrachtet folgende Menge m, die Menge all derjenigen natürlichen Zahlen, sodass n eine ASCII-Kodierung von dem Beweis, dass 1 gleich 0 darstellt. Diese Menge ist rekursiv aufzählbar, weil wir können eben nach und nach alle Dokumente durchgehen und prüfen, ob das typischerweise ein Beweis von 1 gleich 0 ist. Daher also hat sie die Eigenschaft hier m erstens. Deswegen gibt es auch eine diophantische Gleichung dazu. Und dann haben wir folgendes Resultat. Genau dann ist PA inkonsistent. Wenn diese Menge m irgendein Element enthält, wenn es also ein n gibt, sodass n in dieser Menge drin liegt, das heißt, wenn es also ein n gibt, sodass es auch noch x gibt, sodass diese Gleichung aufgeht. Und so haben wir das gefunden. Und das finde ich irgendwie besonders, also eine besonders eindrucksvolle Version von Gödel's Unvollständigkeitssatz. Das ist einfach eine Gleichung. Eine Gleichung, wo natürliche Zahlen vorkommen, plus mal, meinetwegen minus, ist mir egal. Und man weiß, diese Gleichung hat keine Lösung, wenn man an die Inkonsistenz, weil man an die Konsistenz von Peano-Arithmetik glaubt. Aber Peano-Arithmetik kann diesen Umstand nicht beweisen. Der Punkt ist quasi, das ist jetzt ganz gewiss keine komische Aussage mehr. Das mit dem, also Gödel's Beweis hat ja irgendwie so gemacht, dass er diese Aussage konstruiert hat, diese Aussage ist nicht beweisbar. Da könnte man sagen, das ist eine komische Aussage, das ist nicht eine echte mathematische Aussage, das ist eine Aussage, die sich Logiker ausgedacht haben. Deswegen ist Gödel's Resultat nicht so brisant. Dieser Meinung könnte man sein. Aber jetzt geht es einfach nur noch um eine Aussage, die einfach eine Aussage ist, dass über Zahlen, über natürliche Zahlen, einfacher geht es nicht. Ja? Und trotzdem hat man da schon diese Unvollständigkeit. Das zeigt also, dass Unvollständigkeit ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der Welt ist. Fragen zu der Folie? Vielleicht können wir noch ganz kurz über das Minus reden. Ich würde es dir glauben. Schnell machen kannst, ja? Ja, nur ein Versuch. Ja. Ich würde es dir glauben, dass man Minus nicht braucht, ja, wenn du sagst, dass man links und rechts vom Ist gleich. Ja, dann würde ich es mir auch glauben, ja. Aber ich habe mir da schon nochmal mehr überlegt. Also, wenn das nur Plus, Mal und natürliche Zahlen sind, dann kann ich doch alle Klammern ausmultiplizieren. Ja, ja. Habe eine Summe von Monomen. Ja. Die sind 0, wenn genau einer ihrer Faktoren 0 sind. Und die müssen alle 0 sein, weil sie alle Größe gleich sind. Das ist richtig. Ja, ich hab's nicht committed, leider. Ja, krass. Nee, also das muss man machen. Ja. Ich will euch noch eine Sache zeigen, auf die ich durch Tim, glaube ich, das erste Mal aufmerksam wurde. Und eine Sache, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sie nicht verstanden habe. Das ist einfach ein Rätsel. Zwei Spieler spielen gegeneinander, Alice und Bob.
Und Alice denkt sich zwei Zahlen ihrer Wahl aus. Irgendwelche zwei Kommazahlen. Reelle Zahlen, zwei Kommazahlen. Sie hat keinerlei Restriktionen, die sie beachten muss von diesen beiden Zahlen. Das können irgendwelche zwei Kommazahlen sein. Einzige Bedingung, es darf nicht zweimal dieselbe Zahl sein. Diese beiden Zahlen schreibt sie, versteckt sie jeweils in so einem Briefumschlag. Und dann ist Bob an der Reihe. Bob darf sich einen der beiden Briefumschläge aussuchen und den öffnen. Da dann eben die Zahl anschauen, die da drin steht. Und das Ziel von Bob ist es, nun den Briefumschlag zu erwischen, in dem die größere Zahl drin steckt. Er darf, nachdem er sich eben einen dieser Briefumschläge angeschaut hat oder die Zahl inspiziert hat, darf er sagen, ja, vermutlich ist dieser Briefumschlag der, der die größere Zahl enthält. Oder er darf sagen, nee, vermutlich ist es der andere. Und die Frage, um die es jetzt geht, ist, gibt es eine Strategie, mit der Bob hier mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit richtig liegt? Ein Vorgehen könnte vielleicht so sein, Bob macht halt eine der beiden Briefumschläge auf, und wenn da eine Zahl vorkommt, die größer als 100.000 ist, dann vermutet er, dass das vermutlich die größere Zahl ist. Gut, wenn Alice jetzt, also je nachdem wie Alice drauf ist, kann das ein gutes Verfahren sein. Aber wenn Alice halt mal nur grundsätzlich Zahlen ab 1 Milliarde da reinschreibt, dann hat er nur noch eine 50-50 Chance wahrscheinlich. Okay, und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man eben zum Schluss, dass Bob hier keine Möglichkeit hat, mehr als 50% Gewinnwahrscheinlichkeit auszuholen. Und diese Erkenntnis ist falsch. Denn es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine randomisierte Strategie, mit der Bob erreichen kann, dass er mit mehr als 50% der Wahrscheinlichkeit gewinnt. Diese Strategie ist randomisiert. Das heißt, damit Bob diese ausfinden kann, braucht er selbst Zugriff auf einen echten Zufallszahlenmodell. Es gibt kein deterministisches Rezept. Übungsaufgaben überlegt euch jede nicht randomisierte Strategie, jede deterministische, hat nur eine höchstens Gewinnwahrscheinlichkeit von genau 50%. Und wie funktioniert das? Bob macht Folgendes. Bob öffnet also, wählt sich durch Zufall einen der beiden Briefumschläge aus und schaut sich die Zahl an, die in den Briefumschlag gesteckt ist. Danach würfelt Bob eine Zufallszahl zwischen minus unendlich und plus unendlich. Mit einem Würfel, der quasi beliebige Zahlen produzieren kann, das Ergebnis, und es ist völlig egal, wie der gezielt ist. Also er kann zum Beispiel aus einer Normalverteilung ziehen oder auch aus irgendeiner anderen Art von Verteilung. Das Einzige, was wichtig ist, dass, wenn man die Dichte zu dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung wählen würde, dass die überall positiv ist. Ja, also dass jede Zahl auch, oder dass jedes Zahlintervall auch eine Möglichkeit hat, mal dran zu kommen. Ja? Und sind irgendwie so fette Punkte, also sind direkt mal erlaubt? Also tatsächlich, genau. Also ich habe das gerade vereinfacht wiedergegeben. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung hier muss nicht mal eine Dichte besitzen. Sie muss nur streng monofunktional sein. Streng monofunktional. Okay, also das macht Bob. Würfelt also so eine Zufallszahl aus. Die nennen wir jetzt mal R. Ja? Und jetzt stellt sich Bob einfach vor, dass in dem anderen Briefumschlag, den er ja nicht kennt, den er hat, dass da R drin steht. Und dann vergleicht er halt die Zahl, die in dem Briefumschlag drin steht, den er geöffnet hat, mit R. Wenn R größer ist, nimmt er den anderen Briefumschlag. Wenn die Zahl größer ist, nimmt er den. Und diese Strategie hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit von mehr als 50%. Wie viel? Hängt davon ab, welche Zahlen da wirklich drinstehen. Und hängt davon ab, mit welcher Art von Zufallsverteilung du diese Zufallszahl R ausgewählt hast. Die Beginnwahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall mehr als 50%, aber sie kann extrem wenig mehr sein als 50%. Ich will. Das klingt zwar falsch, aber okay. Wie bitte? Das klingt so moralisch falsch, aber okay. Ja, genau. Es ist auch moralisch falsch. Es ist moralisch falsch, einfach, das ist ja der Punkt. Aber die haben ja wirklich klassische Wahrscheinlichkeitstheorie, also mit richtigen reellen Zahlen und so weiter. Ja, das war aber nur der Dramatik halber so formuliert. Okay. Man könnte die Aufgabe so formulieren, dass man nicht reelle Zahlen direkt schreibt, sondern natürliche. Mhm. Und das geht immer falsch. Okay. Genau. Wenn, ich will das jetzt nicht auflösen, wie gesagt, ganz richtig habe ich das auch nicht verstanden. Didaktisch bist du da mehrmals hin und her gegangen, wenn du sagst, eine Kommazahl, ja.
ist das dann eine finitäre Kommensal oder eine? Das müsste man sich genau überlegen, was man damit meint. Aber wie gesagt, ist das, ja, es also geht das auch ist bei nicht wesentlich. Das ist nein, das ist nicht wesentlich. Ja. Wenn ihr das testen wollt, dann macht das auf dieser Webseite. Sie ist in JavaScript programmiert, tut mir leid, Sarah. Ihr könnt den Quelltext inspizieren, um sicherzugehen, dass die nicht manipuliert. Ihr seid Alice. Ihr könnt euch da so zwei Zahlen auswählen und dann auf Fertig klicken und dann wird Bob, das JavaScript-Programm, einen dieser Briefumschläge öffnen, reinschauen und dann Entscheidungen treffen. Und unten gibt es ein Protokoll, also er hat in Box B geschaut und da hat er 42 gesehen und daraufhin vermutet, dass B die größere Zahl hatte, dann wurde es aufgelöst und er hatte recht damit. Und jetzt kann man hier halt mehrmals hier klicken und er macht dann immer dasselbe. Man kann ihn auch versuchen auszutricksen, vielleicht mache ich hier mal die 43 rein, wie die muss gleich mal 14. So, jetzt hier Nummer 9. Jetzt hat er aber wieder recht. Ja. Aber 43 und 42. 42 und 43, mache ich hier rechts die 42 rein? Ja. Okay. Aber hat er jetzt unrecht oder hat er falsch getippt, ne? Aber dann wieder richtig. Mach was ich versuchen soll. Probiert es selbst aus. Hier gibt es momentan eine Gewinnquote von 88%. Und ja. Es ist wichtig, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie der Bob wählt, dass die immer gleich ist. Nö, ist auch nicht wichtig. Ja, der könnte auch zufällig seine Wahrscheinlichkeitsverteilung ändern. Ja. Ja. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit der er eben diese Hilfszahl zum Vergleichen zieht, dass die streng und beschreibt ist. Kannst du da noch irgendwie einen Namen für das Theorem nennen oder so? Ich kenne das einfach als Boxrate-Rätsel von Tim. Oder auch magisches, unlösbares Boxrate-Rätsel. Weil es völlig absurd ist, dass es eine randomisierte Strategie geben soll. Die mit mehr als 40% Wahrscheinlichkeit davon. Sagen wir mal, der Mensch hat keine Intuition für echte Zufälligkeit. Ja. Und selbst der Informatiker nicht. Man muss natürlich schon bedenken, das war das, was Lars so reingerufen hatte. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist jetzt nicht mathematisch beweisbar als mindestens 88%. Die Gewinnwahrscheinlichkeit von dieser randomisierten Strategie ist nur mehr als 50%. Echt größer 50%. Mhm. Aber eventuell extrem nah an 50%. Daher kann man sich schon die Frage stellen, welche praktische Signifikanz jetzt diese Aussage hat. Weil die Gewinnwahrscheinlichkeit von 50,0003% hilft mir eventuell nicht, weil ich nicht genügend Geld zur Verfügung habe, um diese Wette lang genug durchführen zu können, um dann zu gewinnen. Aber trotzdem, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist mehr als 50% mit dieser randomisierten Strategie. Ist die Aussage, die da rauskommt, einfach nur, die ist mehr als 50%? Hm? Oder ist die Aussage, die da rauskommt, man kann konkret angeben, wenn man x und y kennen würde, das sind die beiden Zahlen in den Briefen schlägen, dann kann man direkt eine Formel angeben für die Gewinnwahrscheinlichkeit und von dieser Formel dann eben sehen, dass sie mehr als 50% ist. Aber also als Bob quasi kann nicht im Vorhinein seine Gewinnwahrscheinlichkeit abschätzen, weil der weiß ja nicht, was in den beiden Briefen steht. Für jede beliebige Zufallsverteilung von dem Würfel, da geht halt die Zufallsverteilung ein. Okay, aber ich weiß den Würfel. Oder weiß ich nur die Verteilung. Du meinst den Würfelwurf, den Bob sich selbst durchführt? Ja, genau. Also da geht nur die Verteilung von diesem Würfelwurf ein. Okay. Genau. Also wenn man sowohl X also so, als auch das Ergebnis von dem Würfelwurf kennt, dann weiß man ja, ob Bob richtig rät oder nicht. Dann kann man sich nicht mit Wahrscheinlichkeit reden. Also so wie Tim das damals bei mir offen gelassen hat, ich das eben auch offen lassen. Man kann sich das durchdenken und dann kommt man schon drauf, dann sieht man schon ein, dass diese randomisierte Strategie funktioniert. Aber ich überlasse es als Übungsaufgabe, die ich selbst noch nicht ganz gelöst habe, was da philosophisch jetzt wirklich daraus folgt.
also zur Wiederholung mal geht, sage ich davon aus, dass R immer zwischen den Zahlen liegt. Du als Bob gehst davon aus, das kann, ist halt vielleicht falsch. Ne? Aber du gehst davon aus und entscheidest dich so, als ob eben R immer in der anderen Ding wäre und das ist eben dann auch korrekt, das so zu machen, wenn R wirklich zwischen den beiden Zahlen liegt. Zwischen oder darüber. Genau, richtig. Ja, genau. Also nur, also angenommen, also sei x die kleinere Zahl in den beiden Prüfungsregeln und y die größere. So, jetzt kann es durch Zufall sein, dass Bob den Prüfungsschlag aufmacht, wo die Zahl x drin ist. Dann kann es durch Zufall sein, dass R die Zufallszahl wirklich rechts von x liegt. Und dann wird Bob sagen, dann liegt im anderen Prüfungsschlag die größere Zahl drin. Und dann hätte er recht damit. Und er hätte recht mit all diesen Fällen, wenn R einfach nur rechts von x liegt. Es muss nicht genau in der Mitte zwischen x und y liegen, es könnte sogar noch weiter rechts von y sein. Manchmal funktioniert Bobs Strategie aber nicht, nämlich wenn die Zufallszahl, die er sich selbst rauspickt, weniger als x ist. Dann wird er nämlich sagen, dann ist x die größere Zahl, ich bleibe bei dem schon geöffneten Briefenschlag und dann bleibt die Zahl. Okay, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke.